Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Euro Truck Simulator 2 mit dem Glicky. Hallo. So, ich mal wieder Begleitschutz. Glicky hat jetzt das von den Addon mal einen Bagger drauf. Ne, einen Bohrer. Ja, fast das gleiche. Und wir machen jetzt hier von Nürnberg nach. Wo machen wir hin? Ich fahre jetzt nach Ulfe. Rotterdam. Nach Rotterdam, also in die Niederlande hoch, währenddessen. Ach, Rotterdam, warte mal, ich nutze gerade mal, sag mal, wenn grün wird. Hm? Ich schreibe mal, ob ich in Rotterdam irgendwas habe. In Rotterdam habe ich nach Innsbruck und nach Felixstowe, das lohnt sich alles nicht, alles klar. Nee, du wolltest ja in wo? Duisburg für. Duisburg nach Sevana drüben, Schwefelsäure für 50.000 oder so. Genau, und ich habe in Rotterdam auch gleich was für. Dings, ich glaube, kontaminiertes Material oder heiße Chemikalien. Also ich gucke allein in den rechten Spiegel rein und will mich gar nicht mehr umdrehen. Warum? Na, hinter mir ist einer, der steht quer, dann steht noch einer irgendwie. Und alles nur, weil ich an der Ampel stehen bleibe. Ah. Was für ein Pfosten! Mein Navi zacht gerade außen am vorne rechts. Richtig. Und dann wird er rechts auf irgendeine Straße drauf. Was besser die Bulls dann? Ja, hier ist jetzt noch ein bisschen schlecht. Ja. Aber jetzt, Achtung, Achtung, Achtung! 1% Schaden. Was, 1%? Ja. Ich hab doch gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, ich hab nur rübergezogen, aber hat's immer noch die rechte Seite erwischt. Na ja, das geht ja noch. Ja, die Warnblinker hat sie dir... Die klickt nicht schnell. Warnblinker hat sie dir schenken können. Als Entschuldigungszeichen. Hab ich nicht gemacht. Das ich hab nur nach rechts geblinkt. Ah ja, ich hatte gerade einmal Mitte. Sag mal. Ah, ich bleib jetzt auf der linken Seite. Die vorbei. Da liegt es noch. Und genau in dem Moment passiert's. Was denn? Ja, halt Abstand, weißt du, wegen Dings. Und genau in dem Moment. Haut er einen Hänger rein. Der Hänger hat keinen Schaden genommen, oder? Hab ich jetzt noch nicht geschaut, mach ich auf der Autobahn lieber. Hm? Also, wo wir F6 trinken gehen. F6? Das sind auch Zigaretten. Ah ja, unter anderem. So, rechts hoch, denke ich mal, ne? F6? Da zeigt er mir nichts. Naja, oh fahr mal. 7 meinst du? Nö, nee, hat 0%, die Maschine hat 5%. Da steht. Oh, fahr zu! War ich wieder fast hinten eingeschossen. Meine Fresse. Vor allem, der fährt da ganz nach links, anstatt ganz nach rechts zu fahren, dass die Leute überholen können. Ah ja, Licht möchte ich mal anmachen. Ne? Jetzt wartet er sich, was los ist. Siehst du so hinten? Can it what happen? Ich kann shit happen. Was sagt der Low? Ivo gelascht. Wir müssen dann nachher runter, ne? Ja, was drin. Und bist du erst, dann kann ich aber einen ruhigen hier machen. Du kannst auch schon mal vorziehen. Du musst eh ansatteln. Ach. Dass wir uns auf der Autobahn wieder treffen, weil ich will ja nicht erst runterfahren. Du so ein Freund bist du, hä? Ne, ich fahr doch nur aus Duisburg, nein. Weißt du, was da los ist um die Zeit? Nicht. Da bist du erst, ja. Ne, ohne Trailer kann ich auch schnell fahren. Ehrlich? Ja, Dream, Alter, guck dir das ja Dream an. Der eine steht auf der rechten, ne, auf der linken komplett, der andere macht die anderen zwei Spuren zu. Du darfst es jetzt gleich sehen, siehst du es? Ja, ich seh's schon, ich seh's schon. Ich seh aber nur einen. Achso, dann hat sich der andere schon wegteleportiert. Ja, und Geschwindigkeitsübertragung. Gut, dass ich nach links schauen durfte. Kein Problem. Wurde aber angekündigt. Ja, ne, schön. Kann ja jeder ein Schild entstehen. Naja.
ein schöner Bohrer. Was ist denn? Rundumleuchten anmachen. Ich sehe noch mehr einen Lichtkegel, das darf es so sein. Aber für die verschiedenen Hüben brauchst du eigentlich nur unterschiedliche Schalter, ne? Das hätten sie vielleicht mal mit einbauen können. War anscheinend dann doch zu komplex. Weil wo ich noch damals das ganz normale gefahren bin, also das BMW, diese Standardrouten, da hatte ich auch einen Kollege, der hatte auch so einen wie ich jetzt hier fahre. Und der hat sich auch mehrere Hupen eingebaut. Ganz normalen hier Dingshupen, wie wir sie hier auch haben. Ja. Dann so eine wie wenn der Zug hupt. Das war eigentlich der extremste. Das war sowas von laut. Also wirklich, als kommt eine Diesellok irgendwo gefahren. Und dann noch hier Trambahn. Dieses komische Klingeln, dieses ja, Dring, ja, Dring. Ja. Das klang auch so richtig schön. Und du denkst so, gar keine Gleise da, wo kommt die Bahn? Oh, da hat er bestimmt 5 oder 6 verschiedene eingebaut. Und überall andere Schalter. Das für einen Zug zum Beispiel, das musst du mit dem Fuß betätigen. Das war unten neben Kupplungsbitter oder so. Das ist der Bullen nicht gleich sein. Ja. Weil das sehen sie ja nicht so gerne. Ne. Warum auch immer. Schadet ja niemanden. Ja, bestimmt gut, ja. Wir sind in der Stadt. Der Zug will ja durch, Mensch. Schienenverkehr hat Vorrang, hast du nicht gelesen. Aber kennst du noch von der, ich glaube, von den alten Bimmelbahnen, das Geklingle? Ja, so war ja die Trambahn. Also war die Trambahn, oder? Dieses Dring. Wie es immer so macht, Ding, Ding, Ding. Oder so ganz komisches Geräusch. Kannst ruhig Gas geben. Ich stehe auf dem Gas, nein. Dann zieh ich mal vorbei. Klar. Weil das ja auch funktioniert. Muss gleich sehen, wenn der erste Berg kommt. Ja, und jetzt will er rüberziehen, oder was? Geleckt, aber hast du gesehen, wie ich plötzlich aufgeholt habe? Ja, ja. Ja, ich brems. Ich bin dann schon auf der Mittel- bzw. auf dem Mittel-Links. Ja, aber jetzt kam gerade eine ganz ungünstige Rechtskurve. Wäre ich da genau in derselben Position gewesen, hätte ich dich schon übergehört. Wollen wir ja nicht. Und hängt. Ich fahr. Ja. Gott, brauchen wir keinen? Och nö. Mal ein bisschen leer fahren die Karre. Dass der, das unten, der unten immer ist, auch mal wegkommt. Der ganze Schlick, der. Merkst du extrem, wo wir mal eine Zeit lang Biodiesel getankt haben? Da haben sich unten im Tank regelrechte Pflanzen und Schlick gebildet. Okay. Das war richtiges Zeug, den musste so immer mal ausspülen, also komplett leer machen den LKW und dann auswaschen, ausspülen, wieder voll machen und oh, ein Rotz des Gelimpe. No, und hast du es eh mal versaut damit, ne? Dann hast du normalen Diesel getankt, der ist ja dann klar. Wenn du von oben reingeguckt hast, die Pflanzen kamen immer wieder. Das hat sich irgendwie mit dem Blech reingesetzt, so du hast es nicht richtig sauber bekommen, ich weiß es nicht. Oder unten in der Querleitung, weil du ziehst ja offiziell nur aus einem Tank den Sprit und hast ja aber 2 Tanks dran. Ja, das eine ist ja Reserve. Nee. Naja, gut, aber der Schlauch ist dafür da, dass es dann von den zweiten in den ersten fließt, wenn es da zu wenig wird oder nicht. Ja, nicht wenn es zu wenig wird, es fließt gleichmäßig rüber. Meine ich ja. Du weißt auch, wie ich es meine. Hast halt nur dann das Problem, wenn du mal schief stehst. Und das läuft in den falschen Tank rüber.
Ne, das geht ja nach Gleichgewicht, also nach ganz normaler Schwerkraft. Dann kann es sein, dass er irgendwo rausläuft. Weil bei mir der linke Tank ist der große Tank, da passen, ich weiß nicht wie viel rein, 6, nee, jetzt mehr wie 600, 700 Liter vielleicht. Und der rechte, da passen vielleicht noch 200 oder so rein. Bist du noch da mehr? Ja, ein bisschen abgeschlagen, aber es geht. Ich seh dich. Und wenn du da den ein bisschen rechts abschüssig hinstellst und der linke Tank ist komplett voll, dann läuft das alles in den rechten und drückt das Zeug oben zum Deckeln aus. Hier links sehen Sie auch zwei rote, die gerade auf an. Die machen das gut, sehe ich schon. Hm. Alter, du Bette leuchten. Da sehen auf der rechten. Ist ein sehr gut aussprechlicher Name. Ja. Die Wunde auf Steam bleiben. Ja, es tut nicht so blöd. Ja, na komm, da muss er wohl mal abbiegen jetzt. Der ist noch aufgeschreckt von mir. Weil er wollte rüberziehen, da habe ich ihn wieder auf die rechte Spur gezwungen, weil ich ja von links angedonnert kam. Da bin ich leider vor ihm halt rechts rein, weil ich halt die Ausfahrt da noch genommen hatte. Mhm, da stand jetzt und ist ganz langsam losgefahren. Naja. Das ist ganz schön was los auf der Straße. Mhm. Mal gucken, ob du noch im. Oh, du bist schon. Oh, 500 Meter, du schlägst immer weiter ab. Boah, jetzt bist du komplett weg. Ja, ne, ich musste wie gesagt jetzt erst nochmal fast auf Null runter und wieder neu anfahren. Kann ich jetzt nicht stehen bleiben, weil hier ist ein Kreuz. Ja, kannst du ja weiterfahren. Ah. 480 Meter. Ja, Jinga Gula Gucha Yula, ja. Die haben gerufen? Sie haben gerufen, ja. KKKK. Hm. Nicht klar, zieh na einfach auf die Spur, kommt ja keiner von hinten. Ja, ja. Noch ein bisschen lügen. Bist erschrocken, wa? Hoffentlich hat er das Fenster zugemacht und setzen jetzt hinausgezogen. Schön langsam mit 30, wie auf die linke Spur. Ja. Das sind Spanier, so wie es aussieht. Kennen die da unten, ne? Tua e para Dortmund. Hm? Hm? Was hm? Ja, weißt du Bescheid, oder? Achso, da bist du wieder. Ah, 515 Kilometer. Oh, 230. Hab ich immer mitgemacht. Das hast du gut gemacht. Das ist schon so. Kannst du permanent das Blendlicht anlassen, ja. Ne, ich schau mit normal. Ist mir zu unsicher bei den Leuten, ja. Ja, fällt ja eh kaum auf, ne? Oder stört dich das jetzt irgendwie gerade? Was, das Blendlicht? Ich krieg das ja, nicht mehr aber mit. Ich hab's jetzt auch angeschaltet, siehst du, deswegen. Ja, macht nicht mal einen Unterschied. Das wäre noch was, wenn das eine Auswirkung hätte, Alter, würde jeder Plepper hier mit Blendlicht permanent rumfahren. Vorsicht, Blitzer. Ich bin wieder zu sehr auf der Bremse. Ich hab kurz gebremst, schon wieder auf 60 runter. Magst du halt, der hat nur 8 Tonnen, ne? Der bremst halt ein bisschen schneller. Hm. Ah, lass dich wieder auf 1,20 Meter rankommen.
Der will aber jetzt nicht. Der Bumot. Achso, schade. Will er denn? Schön. Wird bei mir sowieso gleich wieder hängen, da wirst du wieder vorbei sein. Ich mach mal zur Sicherheit auf die Linke. Ja, ich muss eh gerade drüber. Du musst gerade drüber? Ich glaube ich. Oh, Alter. Was denn? Bist du jetzt auf der Mittleren? Ich bin auf der Mittleren, ha, weil ich ja gerade drüber muss. Du hättest mich beinahe erschreckt, ey. Du hättest dich beinahe erschreckt. Fahre. Hätte mich beinahe erschreckt. Aber nur beinahe. Gut, meine Freunde, wir sind aus, wie sieht's mal wieder für diesen Part hier fertig. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann, oder rein. Tschüss. Tschüss.